Krieg in der Ukraine. Kiew meldet 4 tote Zivilisten bei Moskaus jüngsten Angriffen. Teilmobilmachung laut Kreml abgeschlossen. Von der Leyen's Balkanreise. EU-Kommissionspräsidentin wirbt für Beitritt Serbiens und Bosniens. Abschied von einer Rock'n'Roll-Größe. US-Musiker Jerry Lee Lewis ist tot. Bei Angriffen russischer Truppen in der Ukraine sind mindestens 4 Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Nach Angaben Kiews waren mehrere Ortschaften in der Nähe Saporischschjas Ziel der Bombardements. Das russische Verteidigungsministerium erklärte seinerseits, es habe Angriffe der Ukraine in den Regionen Charkiw, Donetsk und Luhansk abgewehrt. In der Nähe von Kupjansk hat ein verstärktes feindliches Bataillon die Stellungen der russischen Truppen in Richtung Berestowe in der Region Charkiw angegriffen. Alle Attacken wurden von uns beantwortet. Mehr als 150 ukrainische Soldaten, ein Panzer, 5 Schützenpanzer, 4 gepanzerte Mannschaftstransporter und 9 Lieferwagen wurden vernichtet. Der Kreml gab zudem bekannt, die von Wladimir Putin verlangte Mobilmachung von 300.000 Reservisten für den Krieg sei abgeschlossen. 41.000 von ihnen seien bereits in den für sie vorgesehenen Einheiten untergebracht. Die Ukraine meldete, insgesamt schon 300 iranische Drohnen abgeschossen zu haben. Sie nehmen seit einiger Zeit eine zentrale Funktion bei den russischen Luftangriffen ein. Doch auch für Kiew spielen Drohnen eine immer wichtigere Rolle bei der Rückeroberung besetzter Gebiete und der Verteidigung von Städten gegen russischen Beschuss. Wir fliegen mit den Drohnen bis an die russische Grenze und sogar bis in das Innere des russischen Territoriums, weil sie ihre Raketen von dort aus abfeuern. In der südlichen Region Cherson, die Ende September völkerrechtswidrig von Russland annektiert wurde, ist die ukrainische Armee weiter auf dem Vormarsch. Laut dem britischen Geheimdienst sind die russischen Truppen dort offenbar so ausgedünnt, dass sie nicht mehr in die Offensive gehen können. Die russische TV-Moderatorin und ehemalige Präsidentschaftskandidatin Xenia Sobchak ist vor einigen Tagen nach Litauen eingereist, und zwar mit ihrem israelischen Reisepass. Damit verstieß sie nicht gegen die Einreisebeschränkung für russische Touristen. Kritiker hingegen sagen, man dürfe Sobchak nicht als eine echte russische Oppositionsfigur ansehen. Ich denke, dass sie lange Jahre eine Rolle Ich denke, dass sie viele Jahre lang Putins trojanisches Pferd innerhalb der russischen Opposition war. Einerseits gab sie ihr einen frivolen Skandalcharakter und andererseits brachte sie oft den Rest der Opposition dazu, eine Art Kompromiss mit der Regierung zu suchen. Subjaks Villa in Moskau wurde durchsucht im Rahmen einer Ermittlung wegen Erpressung gegen Kirill Sukhanov, Subjaks Vertrauter und gleichzeitig der Mediendirektor ihrer Holding Ostrozhno Media. Medienberichten zufolge werde auch jetzt gegen Sobchak selbst ermittelt. Xenia Sobchak und ihr Team von Ostrozhno Media wurden ausspioniert und verfolgt. Die russischen Behörden haben nach Schmutz über sie gegraben, um ihre Mitarbeiter sozusagen als Geiseln zu nehmen und Druck auf sie auszuüben, damit Xenia mit den Behörden kooperiert. Die 40-jährige Journalistin ist die Tochter von Anatoli Sobchak. Er war in den 90er Jahren Bürgermeister von St. Petersburg und auch der politische Mentor von Russlands Präsident Wladimir Putin. Aus diesem Grund genoss sie in Russland mehr Freiheiten als andere Oppositionelle. Sobchak yra to režimo integrali dalis, kuri labai daug nusipelniusi tam režimui. Sobchak ist ein integraler Bestandteil des Regimes, der zum Regime selbst beigetragen hat und im Grunde von Putin selbst geschützt wird. In Russland ist es unmöglich, dass Sobchak als Möchtegern-Oppositionelle agiert, während ihre Mutter zur gleichen Zeit Mitglied des Föderationsrates ist, also ein Werkzeug des Regimes. In Russland ist das schlicht und ergreifend nicht möglich. Um das Gegenteil zu beweisen, kandidierte Sobchak 2018 als Herausforderin Putins bei den Präsidentschaftswahlen. Doch der bekannte Oppositionelle Alexei Nawalny warf ihr damals vor, sie habe mit ihrer Wahlkampagne lediglich Putin dabei geholfen, die Opposition in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat in Serbien für eine zukünftige EU-Mitgliedschaft des Landes geworben.
Ohne Serbien sei die Europäische Union nicht vollständig, sagte sie und nannte als Beispiel bereits bestehender Zusammenarbeit den für kommendes Jahr vorgesehenen Anschluss Serbiens an eine Gasleitung des EU-Mitglieds Bulgarien. Wir wollen nicht nur, dass Gas von Bulgarien nach Serbien strömt, sondern dass dieses Projekt uns auch einen Schritt näher zusammenbringt. Es wird den serbischen Gasmarkt für eine größere Verzweigung öffnen und Serbiens Energiesicherheit erhöhen. In ihrer Rede äußerte von der Leyen ihren so wörtlich tiefen Wunsch, dass sich im Dialog zwischen dem Kosovo und Serbien Fortschritte einstellen. Vor ihrem Besuch in Serbien weilte von der Leyen in Bosnien und Herzegowina. Vor rund zwei Wochen hat die Europäische Kommission den EU-Mitgliedstaaten vorgeschlagen, dem Land den Status eines Beitrittskandidaten zu gewähren. Von der Leyen betonte aber, dass der Weg Bosniens und Herzegowinas in die Europäische Union nur über Reformen, unter anderem in den Bereichen Justiz und Verwaltung, führe. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat Maltas Marine vorgeworfen, ihre Pflichten missachtet und Unterstützung bei der Rettung von Hilfsbedürftigen unterlassen zu haben. Die Ärzte ohne Grenzen teilten mit, innerhalb weniger als eines Tages 371 Menschen vor dem Ertrinken gerettet zu haben. Diese versuchten, über das Mittelmeer in die Europäische Union zu gelangen. Unter anderem hätten sich allein auf einem Boot 103 Menschen befunden, darunter 22 Minderjährige sowie ein Mann mit gebrochenem Bein. Später wurde von der Rettung 82 weiterer Personen berichtet. Oft kommen die Menschen, die die gefährliche Mittelmeerquerung überleben, in überfüllte und schlecht ausgestattete Unterkünfte, wie dieses Lager auf Zypern. Nach einer Auseinandersetzung rivalisierender Gruppen wurden hier rund 20 Zelte durch ein Feuer zerstört. Sie haben das Zelt angezündet, andere haben Steine geworfen. Ich verlasse das Lager und gehe in die Stadt. In dem Lager hat es gebrannt, wir müssen da raus. Mindestens zwei Menschen wurden bei den Unruhen verletzt. Die Behörden führen die Geschehnisse auf die Überfüllung des Lagers zurück. Rund 2150 Menschen sind hier untergebracht. Ausgelegt ist das Lager für die Hälfte. Der Wiederaufbau von Notre Dame geht voran und das auch in Köln. In der Dombauhütte werden vier Glasfenster der bei einem Brand verwüsteten Pariser Kathedrale zu neuem Glanz gebracht. Für die Restaurierung braucht es viel Fingerspitzengefühl. Das Glas wird schonend gereinigt, Sprünge verklebt, Brüche im Bleinetz verlötet. Für die Restauratorinnen ist das Projekt ein Symbol deutsch-französischer Zusammenarbeit. Vom Gefühl her war es was Besonderes, diese Scheiben zu haben, weil es natürlich mit sehr viel vielen Emotionen ringsrum verbunden war. Die Scheiben selbst, die sind das eine, aber es hängt ja viel, viel mehr Spirit an diesem ganzen Projekt dran. Und das spürt man natürlich auch hier in der Werkstatt, wenn man die Scheiben auspackt. Teil des Teams ist auch die Französin Elodie Schneider. Als Notre Dame ausbrannte, machte sie ein Praktikum in Deutschland. Jetzt hilft sie in Köln dabei, das Wahrzeichen ihres Landes wieder aufzubauen. Die Fenster sind in recht gutem Zustand. Das Feuer hat keine größeren Schäden an ihnen verursacht. Wir müssen vor allem kleine Brüche im Glas versiegeln und haben nicht sehr viel Zeit für die Arbeiten. Spätestens nächstes Frühjahr müssen die Fenster wieder in Notre Dame ihren Platz einnehmen. Das Geld für die Arbeiten wurde 2019 nach dem Brand bei einer Spendenaktion in Nordrhein-Westfalen gesammelt. Läuft die Renovierung wie geplant, soll Notre Dame 2024 wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen. Jerry Lee Lewis ist tot. Der US-Musiker wurde 87 Jahre alt. Er starb in seinem Haus bei Memphis. Lewis gehörte zu den bekanntesten Vertretern des Rock'n'Roll und schaffte in den 1950er Jahren den Durchbruch. Zu seinen größten Erfolgen gehört das Lied Great Balls of Fire. Für Aufsehen sorgte er ebenfalls mit seinen Auftritten, bei denen er gelegentlich Klavier mit den Füßen spielte oder Instrumente in Flammen aufgehen ließ. Lewis ging im Laufe seines Lebens 7 Ehen ein.
Als er 1958 seine 13-jährige Cousine heiratete, verbannten US-Rundfunksender seine Lieder vorerst aus ihrem Programm.